Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute, wie schon lange versprochen, das Lyko-Schminkvideo für euch. Und ich habe hier wirklich einige Produkte getestet. Das hat auch tatsächlich für ein Full-Face-Make-up gereicht. Und hier sind super viele coole, spannende Produkte dabei. Vor allem auch Marken und Produkte, die ich vorher noch nie getestet hatte. Und deswegen hatte ich auch extra darauf Wert gelegt, dass hier wirklich auch Sachen mit dabei waren, wo ich bestellt hatte, die ich halt eben noch gar nicht kannte. Unter anderem zum Beispiel Pixi oder Mina. Die Marke kannte ich auch noch nicht. Und ja, ich fand die Produkte auch echt sehr gut im Großen und Ganzen, aber ihr hört natürlich am Ende des Videos nochmal meine ausführliche Review dazu und ihr seht natürlich jetzt auch schon den fertigen Look. Ich finde es immer schöner, so ins Video zu starten und ihr wisst dann auch schon ungefähr, worauf ihr euch einlasst. Wenn ihr den Look schön findet, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn ich führe euch jetzt weiter zu meinem Schminkteil. Wir starten mal wieder mit dem Schminkteil dieses Videos und ich hatte es euch bestimmt am Anfang schon direkt gesagt, es gibt einige neue Produkte, die ich mit euch gemeinsam testen möchte. Viele davon waren tatsächlich in dieser Lyko Lovable Box hier hinten, dieser Briefumschlag sozusagen, und andere waren einfach reduziert und ich habe sie dann deswegen einfach gekauft gehabt. Ich würde sagen, wir fangen dann aber auch direkt mit der ersten Kategorie an und das wäre Primer. Tatsächlich habe ich bei den Primern das meiste von allem. Ich graue jetzt schon davor, mich entscheiden zu müssen, welches Produkt ich euch wirklich jetzt zeigen werde. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz zuallererst in Übersicht, was ich alles da habe. Und ich starte mal mit dem Set von L'Oreal. Da war einerseits dieses Revitalift Filler Hyaluronic Acid Serum mit drin. Das ist ja so gegen Augenfältchen, wie da steht, Anti-Wrinkle. Und ja, das ist halt einfach ein Serum, was man sich zusätzlich mit aufgeben soll. In Kombination mit entweder der Nachtcreme oder der Tagescreme. Und ja, das hier ist die Tagescreme, das hier die Nachtcreme. Man gibt sich das dann, glaube ich, meines Wissens nach vorher auf, also das Serum. Und dann kommt sozusagen die Nacht- oder Tagescreme oben drüber. Ich persönlich habe jetzt noch keins der ganzen Produkte getestet. Es kam aber eben in einem richtig schönen Set in so einer Ledertasche. Und ich finde die beiden Produkte auch echt mega spannend. Das sind echt zwei große Pöttchen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eine super gute Pflege sein wird. Ich denke aber tatsächlich, weil es bei mir jetzt schon mitten in der Nacht ist und ich mich danach sowieso abschminke, dass ich jetzt dann erstmal darauf verzichten werde. Wenn ihr dazu aber nochmal einen Short oder sowas sehen möchtet, dann sagt mir gerne unter dem Video Bescheid. Ich muss echt sagen, ich finde die Sachen sehen ultra spannend aus und dieses Set hat auch, glaube ich, 20 Euro gekostet mit der Tasche, was echt ein mega guter Preis ist für so viele Produkte. Wenn man das dann rausholt, hat man tatsächlich dieses ultra schwere Ding in der Hand. Es ist wirklich super schön. Es sieht hochwertig aus. Es ist alles aus Glas, außer natürlich der Deckel, der ist aus Plastik. Aber es ist generell aus Glas und hat eben einen Anti-Aging-Effekt oder verspricht zumindest, dass es eins haben soll. Und wir wissen ja alle, man kann ja nie früh genug mit Anti-Aging anfangen. Deswegen, ja, bin ich mal ganz gespannt drauf, ob das wirklich was hilft. Dann habe ich hier noch ein Set, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar ist es von Pixi und ich hatte mir das damals bestellt, weil ich kein einziges Pixi-Produkt zu dem Zeitpunkt daheim hatte. Das hier sind dann die Produkte, wenn man sie rausholt. Ich hatte mir bewusst diese kleine Packung geholt, weil natürlich möchte ich auch einfach die Produkte an sich testen und da ist mir die Größe ehrlich gesagt eh egal und mir ist es sogar fast lieber, jetzt so kleine Größen zu haben, weil ich das sonst sowieso niemals aufgebraucht bekommen werde. Ich habe jetzt halt hier eben drei verschiedene und ich denke, ich werde mich auf jeden Fall für die Hydrating Milk entscheiden als eine Sache. Da steht ja auch Face and Body drauf, also muss ich mal gucken. Der grüne hier soll Neutralizing sein und das hier ist Smoothing. Ich denke vielleicht mal, dass das vielleicht auch so ein bisschen silikonartig sein könnte. Ich lasse jetzt mal kurz den einen erstmal stehen und zeige euch mal noch ganz kurz die anderen beiden, die ich jetzt noch übrig habe. Und zwar ist es einerseits von Lancôme dieses Youth Activating Concentrate. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Das wird übelst oft überall mit hergesendet und ich habe das auch schon in einer viel edleren kleinen Verpackung auch daheim, die aus Glas ist. Ich denke aber, das werde ich euch nicht zeigen, weil wenn ich mich nicht täusche, habe ich euch schon mal das andere, was ich da habe, gezeigt. Also wird es erstmal wegfallen. Ich habe dann aber hier noch eins von Aveda. Das Sulfi Blenish Daily Moisturizing Treatment. Und das soll wirklich sehr, sehr stark feuchtigkeitsspendend sein. Ich weiß halt nicht, wie wir es am besten machen. Weil eigentlich würde ich auch gerne wissen, ob das hier gut aussoftet und die Rötungen entfernt. Ich glaube fast, ich lasse tatsächlich doch das hier weg und tausche es gegen das Grüne aus. Und dann benutzen wir das jetzt einfach mal so auf den Gesichtshälften. Ich würde sagen, wir fangen dann auch einfach mal mit Pixi an. Hauptsache, wir haben überhaupt ein Pixi-Produkt zumindest getestet. Und dann gebe ich mir gerade mal so ein bisschen was auf den Handrücken. Also da steht halt nicht drauf, dass es Rötungen ausgleicht. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen vertan. Ich glaube, die Packung hat mich ein bisschen zu sehr verwirrt. Aber hier steht halt drauf, dass es Neutralizing Moisturizer sein soll. So helfen den Skin-pH-Wert
Takt zu halten, Stand zu setzen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Und es ist auf jeden Fall für alle Hauttypen geeignet. Es macht eigentlich nichts weiter, außer dass es so diesem pH-Wert der Haut helfen soll. Was echt übel ist, weil ich dachte wirklich, es soll irgendwas Besseres bezwecken. Aber naja, leider nicht. Aber ich muss echt sagen, es fühlt sich wirklich sehr gut an auf der Haut. Also darüber kann ich jetzt wirklich nicht meckern oder mich beschweren. Ich finde halt nur, dass es halt schnell einzieht und sonst jetzt halt keinen wirklich großen oder bleibenden Effekt macht. Aber ich finde, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Also darüber kann ich jetzt wirklich mich nicht beschweren. Machen wir auf jeden Fall mit diesem Aveda-Produkt hier weiter. Und ich finde ja auch die Farbe von der Verpackung echt schön ansprechend. Es riecht auch nach nichts. Und das gebe ich mir jetzt hier auf. Ich merke nur gerade, ich habe viel zu viel auf meinen Handrücken getan. Aber von der Konsistenz her ist es tatsächlich fast gleich. Ich finde nur tatsächlich, man merkt hier wirklich einen Unterschied. Es ist so, wie auf der Verpackung beschrieben, es hat eine viel höhere feuchtigkeitsspendendere Eigenschaft. Das merke ich jetzt vor allem auch im Vergleich zu dem Pixi Primer. Hätte ich jetzt vielleicht nur den Pixi Primer oder nur diese Creme hier aufgetragen, wäre mir das vielleicht auch gar nicht aufgefallen, dass der hier im Vergleich zu der anderen Seite wirklich um einiges nochmal feuchtigkeitsspendender ist. Deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh, bei solchen Testvideos auch wirklich so ein bisschen Hälfte-Hälfte-mäßig zu arbeiten, weil mir das dann einfach nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl für die Produkte tatsächlich gibt. Ich habe jetzt noch ein bisschen was von dem restlichen Produkt wieder in die Packung sozusagen reingedrückt, weil es ist sonst echt super schade. Ich habe viel zu viel Produkt genommen. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich ja nur eine Hälfte habe. Von dem Unterschied her auf dem Gesicht finde ich jetzt nicht, dass man irgendwas sehen kann. Man sieht halt einfach nur, dass die Seite jetzt frischer eingecremt ist als die andere. Aber sonst habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass ich hier weniger Rötungen habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Poren hier minimal kleiner sind. Ich weiß noch nicht, wie ich das euch jetzt am besten zeigen kann und soll. Aber wenn ich jetzt wirklich in den Spiegel gucke, sehe ich wirklich, dass hier minimal die Poren kleiner sind. Ist jetzt aber auch kein Riesending. Also an sich finde ich jetzt trotzdem, dass beide Primer so gut wie die gleiche Arbeit geleistet haben. Die anderen Primer werde ich dann einfach auch mit wegverräumen. Ich werde jetzt dann nicht nochmal irgendwie nochmal ein Video machen und es dafür aufheben, weil das wäre absoluter Schwachsinn. Ich räume das dann auf jeden Fall direkt in meine Schminksammlung ein. Ich habe aber auch tatsächlich vor, nach diesem Video endlich mal anzufangen, euch meine Foundations, meine Primer und Concealer zu zeigen und abzufilmen für diese ganze Schminksammlungsreihe, die ich ja starten möchte. Ich habe nur ehrlich gesagt Schiss, dass dieses Video viel zu lange geht und ich danach keine Lust mehr habe. Mal gucken, wie es jetzt läuft, denn bei mir ist eh schon Mitternacht, also ja, je nachdem, wie gesagt, wie lange dieses Video geht. Jetzt zeige ich euch noch zwei Produkte, die halt eben hier nicht mit benutzt werden können. Das ist ein Schauergel, war eben auch mit dabei und dieser schöne Nagellack, den hatte ich tatsächlich schon getestet und der hat wirklich unglaublich lange auf meinen Fingernägeln gehoben. Also jetzt ohne Mist, der hat bestimmt 2 Wochen lang auf meinen Fingernägeln gehalten, ohne dass er groß abgesplittert ist und wenn, dann nur ganz, ganz vorne hier am Nagelrand, aber sonst gar nicht. Und ich hatte den auch, glaube ich, nur in 2 Schichten aufgegeben und er hat wirklich 2 Wochen lang mega gut gehalten. Also das hat mich wirklich sehr begeistert, aber ich finde generell irgendwie, Nagellack hält viel besser, wenn man den gerade so frisch geöffnet hat. Beim ersten und zweiten Mal hält er wirklich ewig und dann wird es immer grottiger. Bevor wir jetzt tatsächlich an die Foundation gehen, habe ich mir überlegt, dass wir zuerst mit den Lidschatten weitermachen, beziehungsweise mit der einen Palette, die ich mir mit Absicht bestellt hatte, weil ich ja so eine Art Lyko-Full-Face-Make-up damit machen wollte. Mir war eigentlich schon klar, dass mir ziemlich viele schreiben werden, dass sie unbedingt die Produkte in Benutzung sehen wollen. Und deswegen, gut, selbst wenn niemand das geschrieben hätte, hätte ich es euch wahrscheinlich trotzdem alles gezeigt, weil im Endeffekt ist das trotzdem Content, den ich benutzen möchte und auch benutzen sollte, wenn ich schon so viel Make-up habe. Auf jeden Fall hatte ich mich ja bei der Bestellung für diese Smith & Co. Palette entschieden. Das Packaging wird halt extrem schnell dreckig. Ist aber echt cool, weil es eben hier oben diese Struktur hat und von innen sieht es auch ganz besonders aus. Also die Pfännchen sind halt so quer angeordnet. Es sind aber jetzt auch keine sonderlich besonderen Farben, sage ich mal. Und ich hatte mir aber auch noch so einen grauen Kajal mitbestellt, um den noch irgendwie mit aufgeben zu können. Aber es wird jetzt halt kein spektakulärer Look. Es ist ja auch nur eine einzige Farbe davon matt. Und deswegen starten wir auch direkt. Ich gehe dann hier direkt in diesen grauen matten Ton, der wirklich sehr, sehr staubig ist, wenn ihr das sehen könnt. Und platziere mir den mal direkt hier überall so ein bisschen. Also eigentlich werde ich den eh aufs ganze Augenlid aufgeben, weil ich habe ja eh nur diese eine matte Farbe. Und werde dann einfach mit dem Schimmer über das Matte drüber arbeiten. Es ist sogar nicht mal so zu 100% matt. Es ist eher wie so ein
ganz, ganz leichter Satin-Finish, aber die Farbe lässt sich wirklich unglaublich gut aufbauen und sie gefällt mir auch wirklich sehr gut. Das ist so ein schönes Graublau und ich finde, das wirkt auch sehr schön auf meinem Auge, vor allem auch mit meiner Augenfarbe zusammen. Gut, dann machen wir auch schon weiter mit dem Dunkelblauen hier und der ist, wow, krass pigmentiert, okay. Aber er ist relativ trocken von der Beschaffenheit her. Ich gebe den jetzt einfach mal so ein bisschen mit hier oben über das Grau drüber und das verblende ich dann auch gleich nochmal und auch vor allem eher so außen hin, aber immer noch ein bisschen mit über den matten Lidschatten drüber. Und das Blau lässt sich aber auch echt nochmal super schön aufbauen. Ich finde halt trotzdem nur sehr krass, wie trocken tatsächlich der Ton ist. Also wenn ihr jemand seid, der nicht so gerne diese trockenen Schimmertöne mag, dann kann ich euch definitiv empfehlen, dass dieser Ton auf jeden Fall nichts für euch ist. Machen wir dann aber auch schon weiter mit dem grauen Ton hier und des wesentlich weicher. Der fühlt sich auch echt gut an auf dem Finger. Und den platziere ich dann hier so direkt neben das Blau. Und das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Der ist viel weicher, viel schöner, hat viel mehr Schimmerkraft. Der lässt sich viel, viel besser aufgeben und einarbeiten. Es gefällt mir wirklich viel besser. Ich verstehe auch gar nicht, warum der Blaue dann im Vergleich dazu so unglaublich trocken ist. Aber man kann auch bestimmt einfach so mit dem Blauen ein bisschen abdunkeln und ja, dann verfliegt auch so ein bisschen der Schimmer und man kann es tatsächlich fast wie so eine matte Farbe benutzen. Jetzt ganz vorne setze ich den weißen Ton hin und der sieht so aus auf dem Finger. Und dann platziere ich den mal ganz vorne hin. Wow, der funkelt sogar echt schön, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nichts Weltbewegendes ist, also natürlich kenne ich bessere. Aber ich finde, jetzt in der Palette hat er mit Abstand die schönste Formulierung. Und auch der ist wirklich extrem weich. Also der ist so wie der graue Ton. Irgendwie war nur der blaue Ton jetzt so extrem trocken. Kann aber natürlich auch vielleicht an irgendwelchen Lagerungsverhältnissen liegen. Also zum Beispiel bei Lyko oder vielleicht auch bei mir daheim. Obwohl ich eigentlich immer darauf achte, dass das nicht der Fall ist, aber man weiß ja nie. Und ich blende jetzt einfach nochmal ein bisschen mit dem Grau und dem blauen Lidschatten hier hin und her, bis ich zufrieden bin. Und da machen wir auch gleich schon weiter. So, ich habe jetzt alles einigermaßen rumgeblendet. Ich habe auch schon hier unten das ganze Fallout weggemacht, weil dieser blaue Schimmerton ja wirklich sehr trocken war und dadurch auch wirklich stark runtergerieselt ist. Und ein bisschen von dem Weiß habe ich auch aus Versehen noch mit hier unten aufgegeben. Ich werde dann aber auch gleich nochmal intensivieren, wenn wir dann mit der unteren Wasserlinie auch fertig sind. Aber dafür müssten wir erstmal anfangen mit der Foundation, weil ich möchte mir dann unbedingt noch diesen grauen Kajal hier aufgeben. Ich habe hier tatsächlich zwei Stück und zwar einmal von Carter Beauty. Ich denke oder bin mir ziemlich sicher, dass die zu dunkel sein wird. Ich sage das auch immer wieder dazu und leider tue ich ja auch in letzter Zeit oft meine Videos in Shorts umwandeln und viele Leute sehen dann nur, oh mein Gott, sie hat ein gelbes Gesicht. Ja, sie wissen aber nicht, dass man unten dann beim Short auf das volle Video drücken kann und man dann letztendlich auch sehen kann, warum bin ich so gelb, orange, blau, schwarz, weiß, wie auch immer. Das ist leider so ein bisschen das Problem an den Shorts, obwohl man tatsächlich über das Short dann direkt ins gesamte Video reinklicken kann, aber dumme Kommentare gibt es dann trotzdem. Also ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr meine Videos guckt, warum ich dann so aussehe und könnt euch wahrscheinlich auch denken, warum ich dann auch in gewissen Shorts komisch aussehe. Das ist nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich einfach Pech hatte mit der Foundation-Farbe. Und ich finde, in letzter Zeit ist es für mich wirklich auch mega schwer gewesen, die richtige Foundation im Internet zu finden. Ich habe das Gefühl, die Bilder werden immer schlechter diesbezüglich. Ach ja, und die zweite Foundation, die ich euch zeigen möchte, ist dann noch von Mina, denke ich, heißt es. Also ich werde jetzt dann beide so auftragen und die sind beide zu dunkel. Also wundert euch nicht, wenn es kacke aussieht. Es liegt dann einfach tatsächlich an den Foundations. So sieht die Foundation aus. Ich werde jetzt auch erstmal nicht mehr aufgeben. Die läuft auch relativ gut schnell runter. Und dann gucken wir mal. Oh, ich glaube sogar, die könnte ganz gut passen tatsächlich. Habe ich mich wohl doch verschätzt. Ich finde halt, die wirken manchmal auch in den Fläschchen so viel dunkler. Oder mir ist manchmal auch gar nicht bewusst, wie dunkel ich selbst einfach auch bin. Ich glaube manchmal, ich habe in meinem Kopf auch so ein Bild von mir, dass ich echt viel, viel weißer bin. Und dadurch kaufe ich dann entweder viel zu dunkel oder viel zu hell ein aus Versehen. Aber meistens ist es tatsächlich eher dann zu hell, weil ich mir wirklich einbilde, dass ich total hell bin. Mal gucken, wie dann dafür gleich die Mina Foundation sich unter Beweis stellt. Aber die sitzt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich kann wirklich nicht meckern. Ich werde die dann aber natürlich auch noch danach mit dem Schwamm kurz abarbeiten. Das kennt ihr ja schon von mir. Das blende ich auch gar nicht mal mehr ins Video mit ein. Und dann machen wir jetzt mal die Mina Foundation. Ich kenne tatsächlich auch noch nichts von Mina. Und die Foundation sieht ultra pink aus. Ich weiß nicht warum, aber die sieht so pink aus. Ich muss euch das mal jetzt im Vergleich mit der anderen zeigen. Dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Ich habe jetzt mal so einen Mini-Tropfen daneben gegeben. Und die hier passt ja wirklich fast perfekt farblich.
Und die da ist so unglaublich orange-pink. Also die wird mir ziemlich sicher nicht passen, aber okay. Oh mein Gott. Das sieht aus, als würde ich zu einem Pfirsich mutieren. Ich muss aber auch zugeben, mein Mann hat mich gerade gezwungen, die X-Men-Reihe mit ihm zu gucken. Und ja, jetzt fühle ich mich sowieso so, als würde ich die ganze Zeit zu irgendwas anderes krepieren, mutieren, wie auch immer. Ich meine, okay, wenn man es ausblendet, dann geht es sogar eigentlich noch. Aber die ist wirklich sehr, sehr orange-stichig. Ich kann nicht mal sagen, ob es pink oder orange ist, weil es irgendwie so eine Lachsfarbe einfach ist. Sieht unglaublich beschissen aus. Ich hatte euch vorgewarnt, dass ich jetzt immer meine komplette echte Katja rauslasse. Und die echte komplette Katja haut halt nun mal auch ein paar Schimpfwörter mit raus. Und anders als beschissen kann ich diese Sache hier gerade echt nicht formulieren. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Farbe einfach nicht passend ist. Also das hat ja wirklich nichts, wirklich gar nichts mit der Foundation an sich zu tun, nur weil ich jetzt eine falsche Farbe bestellt habe. Das soll jetzt auch bitte nicht der Marke gegenüber so respektlos oder so rüberkommen. Das hat wirklich null mit der Marke zu tun. Ich habe halt einfach mit der Farbe unglaublich Pech gehabt. Ich muss aber generell auch sagen, ich finde, diese Carter Beauty Foundation sitzt viel schöner auf meiner Haut. Und wenn man dann nochmal mit dem Schwamm so drüber geht, hat man auch nicht mehr diese Pinselstriche und nimmt sich halt überschüssiges Produkt mit weg. Und die sitzt jetzt wirklich perfekt. Die sitzt wirklich sehr gut. Wirklich, wirklich gut. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Und die andere Seite sitzt auch gut. Also ich drehe jetzt gerade mal den Schwamm um. Und dann arbeite ich mir das hier auch nochmal mit ab. Also wenn man jetzt wirklich mal die Farbe außen vor lässt, dann sieht es wirklich gut aus. Und ich muss sogar sagen, so blöd ist es sogar gar nicht, diese Farbe auch daheim zu haben, weil mit der kann man auch wirklich gut so fahle Haut und so ein bisschen ausgleichen. Und an manchen Stellen tut sie das auch echt gut, wo ich halt eben fahle Haut habe. Aber da, wo ich halt natürlich von Natur aus ein bisschen geröteter bin, hebt es das dafür dann nochmal ein bisschen hervor. Aber wenn wir jetzt mal wirklich die Farbe außer Betracht lassen, muss ich wirklich sagen, dass diese Foundation kaum Deckkraft hat. Also ich finde, man sieht auch wirklich noch jeden Kratzer, alle meine Leberflecken, meine Sommersprossen sieht man. Ist auf jeden Fall eine super gute Foundation, wenn man so eine sehr leichte Foundation haben möchte. Die heißt übrigens auch 3 in 1. Ich weiß nur allerdings nicht, warum sie 3 in 1 heißt. Ja, die hat ganz normal 30 Milliliter, die andere tatsächlich auch. Ich muss sagen, mir gefällt die da tatsächlich einfach besser, weil es einfach so eine leichte Medium Coverage ungefähr hat. Ich würde echt sagen, die schwebt so irgendwo dazwischen, weil man sieht auch hier noch einige Pickel und Hautunreinheiten. Aber sie deckt auf jeden Fall um einiges besser meine Sommersprossen ab, aber die kommen trotzdem noch so minimal durch. Mir gefällt sie einfach besser. Generell auch wegen der Deckkraft, das hat jetzt wirklich nichts mit der Farbe zu tun. Ist aber auch einfach wieder Geschmackssache. Also wenn ihr so eine leichte Foundation sucht, wo natürlich eure Farbe hat, dann kann ich euch die auch empfehlen, weil im Endeffekt es sitzt wirklich sehr natürlich auf der Haut. Ich finde halt nur ein bisschen, gerade dadurch, dass ich nicht die richtige Farbe getroffen habe, sieht man auch, dass sie wirklich ein bisschen fleckig sitzt. Das sieht man dann normalerweise nicht so gut, wenn es halt genau meine Hautfarbe treffen würde, aber weil es das halt eben jetzt nicht tut, sieht man wirklich, dass sie ein bisschen fleckig ist. Ist aber okay, ich kann damit leben, so arg schlimm finde ich das jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich würde dann sagen, wir nehmen als nächstes, bevor ich dann noch die untere Wasserlinie fertig mache, ein Produkt, was ich auch schon ganz lange testen wollte, und zwar ist das Setting Spray. Ich möchte nochmal über die ganzen Foundations mit meinem Schwamm drüber gehen und ich habe hier das von Anastasia Beverly Hills, dem brenne ich eigentlich schon seit Jahren hinterher, weil ich dieses Packaging so unglaublich schön finde. Und jetzt bin ich halt natürlich auch mal gespannt, wie dieses Produkt performt. Es soll halt einfach ein Dewy Make-up Finish ergeben. Wir machen dann einfach mal den Test. Falls ihr es übrigens auch noch nicht wusstet, weil ihr neu seid auf meinem Kanal, ich übertreibe immer mit dem Setting Spray. Und wenn ich dann komplett nass bin, gehe ich tatsächlich nochmal mit dem Schwamm über mein Gesicht rüber und arbeite das Setting Spray in die Foundation, um die Foundation haltbarer zu machen. Und man tut sich nochmal alles so ein bisschen besser in die Haut einarbeiten tatsächlich. Wissen viele nicht, machen auch noch nicht viele. Falls ihr aber das noch nicht wusstet, probiert das einfach mal aus und so bekommt ihr auf jeden Fall eure ganzen Setting Sprays aufgebraucht. Und was ich auch immer wieder mache, ich mache das auch so als mehrere Steps tatsächlich. Ich sprühe mir auch das Setting Spray auf meinen Schwamm auf und mache das dann normalerweise nicht mit einem komplett trockenen Schwamm, wenn ich die Foundation gerade aufgegeben habe, sondern arbeite das immer mit dem nassen Schwamm ein und dann nochmal am Ende gehe ich nochmal mit dem Setting Spray drüber. So bekommt ihr wirklich schneller Setting Sprays aufgebraucht, statt sie dann wirklich schnell wegschmeißen zu müssen. Und generell, das Make-up sitzt halt auch viel länger und sieht schöner aus. Das ist jetzt so die Foundation. Jetzt habe ich euch auch noch ein neues Setting Spray gezeigt. Machen wir dann auch tatsächlich endlich mal weiter mit den Augenprodukten. Und jetzt zeige ich euch von der Marke Cubis eben diesen Eyeliner in der Farbe Grau.
Und dann gebe ich mir das jetzt gerade mal hier unten an die Wasserlinie. Ich muss tatsächlich so ein bisschen mein Augenlid runterziehen, weil ich kriege das nicht anders hin. So, das ist jetzt gerade mal das erste Auge und ich finde das Grau super schön. Und das gebe ich dann auch nochmal außerhalb der Wasserlinie unten auf. Der Kajal gefällt mir wirklich sehr gut. Das sieht auch echt schön aus. Sieht sogar viel schöner aus als schwarz oder sogar braun. Also wenn ihr eher so in diese kühlere Farbrichtungen geht, sieht das wirklich mega schön aus, wenn ihr dann wirklich einen grauen Ton benutzt. Und ich nehme jetzt einfach nochmal ganz kurz den grauen Lidschatten von oben und blende es damit gerade wirklich extrem übertrieben aus. Ich möchte so einen richtig übertriebenen, smoky, krassen Look in Grau mit diesem leichten Blau. Das sind schon fast wirklich doppelte Augenringe. So ein bisschen Grufti-mäßig sieht das aus, aber tatsächlich war das auch so ein bisschen das, was ich wollte, als ich mir auch die Palette geholt hatte. Ich hatte wirklich schon so einen Look im Kopf tatsächlich. Jetzt nehme ich mir dann tatsächlich noch einen Pinsel für den weißen Schimmer und gebe mir den dann nochmal so als Innenwinkel-Highlight auf. Ich würde auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz das Video stoppen, mir Wimpern aufgeben und dann sehen wir uns gleich wieder für die restlichen Produkte, die noch fehlen. Jetzt habe ich mir Wimpern aufgegeben und ich finde auch den Augen-Make-up-Look unglaublich schön. Nur irgendwie heben meine Wimpern gerade nicht so gut. Ich habe mir nämlich den grauen Kajal auch nochmal hier so ein bisschen vorne in den Innenwinkel oben aufgegeben. Und wahrscheinlich ist er ein bisschen ölig und deswegen haftet es da einfach nicht so gut. Aber ist jetzt auch egal. Ich denke, ihr könnt trotzdem erkennen, was das für ein unglaublich schöner Look geworden ist. Und tatsächlich finde ich zum ersten Mal seit langem, dass mit solche grauen Looks wirklich gut stehen. Vor allem, wenn da jetzt gerade so viel Blau mit dabei ist. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall noch einige Lippenprodukte. Und zwar habe ich hier zum einen so einen sehr krassen pinken Lip Liner von Gosh. Den gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Jetzt ohne Witz, das ist das perfekte Barbie Pink. Ich finde es richtig cool. Nur muss ich sagen, der ist halt echt so unglaublich trocken, dass man den leider nicht so gut auf den Lippen so miteinander verreiben kann. Man muss ihn sich dann wirklich auf jede Stelle aufgeben und selbst dann bleibt er noch echt an manchen Stellen voll fleckig. Das ist schade, aber da mache ich das auch meistens so, dass ich dann wirklich auch noch zu Lipgloss greife und das dann so ein bisschen mit dem Lipgloss sozusagen verschwimmen lasse. Aber so, um euch den jetzt mal kurz zu zeigen, finde ich es echt cool. Den werde ich definitiv nochmal benutzen. Ich fühle das auch gerade voll, obwohl es mit einem blauen Look ist. Ich finde, dass dieser Kontrast so mega cool aussieht, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich ihn mir mal kurz weggemacht, so gut es ging. Und dann machen wir weiter mit diesem Lipstick hier. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke der sein soll. Ach hier, Make-up Store. So sieht er aus. Hier vorne könnt ihr auch ganz leicht den Schriftzug erkennen. Und dann zieht man den so auf und hat dann hier eben das Produkt. Ist halt ein krasses Rot. Damit muss ich jetzt leider leben. Oh mein Gott. Solche krass roten Töne trage ich ja eigentlich auch nie. Ich kriege die nämlich nie schön aufgetragen. Auch nicht mit Lip Liner. Könnt ihr auch erkennen, hier oben verwischt es immer bei mir, egal ob ich einen Lip Liner drauf habe oder tatsächlich nicht. Und ich finde auch hier hinten an den Rändern wird es bei mir immer unordentlich, auch egal ob ich Lip Liner drauf habe oder nicht. Keine Ahnung, was ich tatsächlich falsch mache. Also Lippen, vor allem solche krassen Farben aufgeben, mache ich nur deshalb nicht. Falls ihr da irgendwelche Tipps für mich habt, dann bitte super gerne in die Kommentare. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich das jetzt eh gerade mega unordentlich aufgetragen habe, ist es echt eine unglaublich schöne Farbe. Das ist auch eher so ein Blaurot und nicht so dieses Rosarot, was ich echt schön finde. Auch hier muss ich sagen, ich finde auch tatsächlich, es passt ganz gut zum Augenlook, weil es einfach nochmal wie so einen Brighten-Up-Effekt gibt auf das Ganze. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Dann machen wir weiter mit einem weiteren MENA-Produkt und da habe ich die Farbe 254 und die gebe ich mir jetzt auch mal auf. Die Farbe ist so ultra schön. Geht auch schon so wieder ein bisschen mehr in dieses rötlichere Braun. Aber wunderschön, ist echt eine super schöne Alltagsfarbe, wenn man ein bisschen mehr haben will. Und es ist unglaublich cremig, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein Liquid Lipstick ist. Hier steht auch The Long Wear Lipstick. Finde ich mega. Der ist jetzt schon trocken, sieht wunderschön aus, tolle Farbe. Bisher von den ganzen Lippenprodukten so das, was sich am besten anfühlt. Auch weil es erst so schön seidig und samtig ist und dann halt so ganz langsam runtertrocknet. Gefällt mir echt gut und die Farbe echt ein Traum. Also auch die könnte ich mir sehr gut zu dem Look vorstellen. Ich habe meine Lippen mit ein bisschen Foundation abgedeckt, weil ich hatte schon den ganzen Mund total verschmiert durch dieses viele Abschminken. Und jetzt habe ich tatsächlich aber noch einen ganz normalen Lipstick von MENA. Und zwar die 240. Das ist wirklich so ein schöner Nude-Ton. Wobei ich glaube, ich lasse den fast bis zum Schluss. Ich zeige euch vorher nochmal von Milani die Amor Matte Lip Cream
Und da bin ich mal gespannt, weil für mich ist das ehrlich gesagt ein Schimmerprodukt. Okay, das ist tatsächlich die erste Farbe, wo ich behaupten würde, die passt überhaupt gar nicht zu dem oberen Augen-Make-up-Look. Aber ich finde die ultra spannend. Finde ich sogar mit am spannendsten aus dem gesamten Video. Und auch die habe ich nicht ordentlich aufgegeben, ich weiß. Mir geht es aber tatsächlich darum, euch wirklich ein Gefühl für die Produkte zu geben und dass auch ich ein Gefühl für die Produkte bekomme. Es geht wirklich null darum, ob das jetzt super ordentlich aufgetragen ist oder nicht. Kommen wir dann mal zum letzten Produkt und das ist diese Farbe hier, wie gesagt, und die gebe ich auf. Und zwar zum Schluss, weil ich fand, die würde am besten zu dem Look passen und ich glaube, ich liege da auch ziemlich richtig. Auch wenn ich tatsächlich eine richtige Nude-Farbe am liebsten genommen hätte oder irgendwas, was mehr so in die grauere Richtung geht. Und der ist super schön und sehr soft. Gefällt mir echt gut. Ich liebe eh so Lippenprodukte, wo man schnell aufgeben kann, ohne noch einen Lipliner oder so benutzen zu müssen oder viel Zeit zu verschwenden. Jetzt bleibt aber tatsächlich dann nur noch ein einziges Produkt übrig. Und zwar ist es von Glöd Sophie Elise eine Face-Palette. Da hatte ich in dem Video bemängelt, dass halt eben wahrscheinlich ich sogar Probleme haben werde, weil sie relativ hell gestaltet ist. Ich würde dann einfach mal als erstes in den ersten Ton hier vorne gehen. Das ist so für mich tatsächlich fast wie eine Konturfarbe, schätze ich mal. Und ja, die andere werde ich dann versuchen als Bronzer aufzugeben. Wobei ich auch fast finde, dass das hier schon bei mir wie ein Bronzer fungiert, weil sie doch recht warm rauskommt im Vergleich zu dem, was man hier im Fändchen sieht. Aber finde ich jetzt nicht schlimm tatsächlich. Und natürlich sieht das hier nochmal komplett anders aus, weil ich halt eben auch diese orangene Foundation auf meiner Haut habe. Aber das gefällt mir sehr gut, hat sich auch sehr gut auftragen lassen und lässt sich fleckenfrei ausblenden. Ich gehe dann jetzt direkt in den eigentlichen Bronzerton und setze mir den so ein bisschen hier oben drüber, also schon so wirklich auf die Wangenknoche. Und das mache ich auch auf beiden Seiten und werde das aber auch gleich noch mit auf die Stirn aufgeben. Denn da gehört ja auch ein Bronzer eigentlich hin. Und da könnt ihr dann mal die ganze Farbe so single erkennen. Finde ich schön. Gefällt mir auch ganz gut. Ich denke auf jeden Fall, die Palette lässt sich doch für mich benutzen. Aber solltet ihr viel dunkler sein als ich, wird es definitiv schwierig für euch, die zu benutzen. Aber wenn man noch heller ist als ich, hat man, glaube ich, sogar den perfekten Match hiermit getroffen. Sieht halt auf der Seite, wo die Foundation meine richtige Hautfarbe hat, auch ein bisschen schöner aus. Jetzt gehe ich auch nochmal mit dem gleichen Pinsel in den Blushton. Ich mache das generell immer sehr gerne, weil es sich dann so ein bisschen mehr mit den ganzen anderen Farben und Produkten kombiniert, weil dann einfach auch die Produktreste davon noch mit drin sind im Pinsel. Der Blush ist echt ein bisschen arg heftig pigmentiert. Ich hätte vielleicht ein bisschen vorsichtiger arbeiten müssen, weil ich das Produkt ja auch noch nicht gekannt habe. Aber das ist sogar so ein richtig schöner Barbie-Pinker-Blush-Ton, finde ich. Das würde jetzt auch ganz gut zu diesem Barbie-Blush-Trend passen. Ich finde, es sieht auch echt schön aus tatsächlich. Und das, obwohl ich kein Blush-Fan bin. Und als letztes gehen wir dann auch schon in den Highlighter, wo hier außen ist. Und den gebe ich mir dann einfach hier schön so gezielt hin. Und dadurch, dass er wirklich relativ dunkel ist, denke ich auch nicht, dass der irgendwie einen Fleck oder so auf meinem Gesicht verursacht. Hier muss ich aber tatsächlich sagen, das ist kein guter Highlighter für jemanden, der viel heller ist als ich. Was ich so nicht ganz verstehe, weil ja der Rest der Palette so viel heller gehalten ist. Aber trotzdem gefällt es mir unglaublich gut. Also egal mit welcher Foundation, finde ich, das sitzt auf beiden Seiten unglaublich schön. Und das hat irgendwie genau meinen Geschmack getroffen. Finde ich echt krass, werde ich definitiv weiter benutzen. Ich möchte jetzt dann zu guter Letzt nochmal mit euch eine kleine Review-Time machen, also nochmal kurz durch alle Produkte durchgehen. Ich werde jetzt nicht die chronologische Reihenfolge machen, weil ich die jetzt gerade nicht mehr weiß. Also die beiden Primer waren wirklich super, die habe ich auch schon verräumt, deswegen zeige ich sie euch nicht nochmal. Die haben aber beide wirklich sehr gut funktioniert und das von Aveda war auf jeden Fall um einiges pflegender als das von Pixi. Wäre mir aber nicht aufgefallen, wenn ich eben nicht zwei verschiedene Primer getestet hätte. Dann habe ich ja definitiv, glaube ich, weitergemacht. Ah ne, mit den Augen habe ich weitergemacht. Aber ist egal, ich sage euch jetzt mal ganz kurz meine Meinung zu den Foundations. Ich habe ja auf dieser Seite die Mina Foundation benutzt und auf dieser Seite die Kata Beauty Foundation. Ich muss ehrlich sagen, mir hat von der Deckkraft her die hier viel, viel besser gefallen und ich finde auch, sie sitzt viel besser auf meiner Haut. Aber die Mina Foundation ist trotzdem sehr super, auch wenn die Farbe hier nicht richtig passt. Das hat trotzdem nichts mit der Formulierung der Foundation zu tun, denn sie sitzt trotzdem auch sehr schön. Ist halt eine sehr, sehr leichte Deckkraft, was mir persönlich einfach zu wenig wäre. Aber sowas ist ja sowieso immer Geschmackssache, also ja, werde ich die wahrscheinlich eher weniger benutzen und wenn, dann werde ich sie wahrscheinlich mischen, weil hier eben auch der Farbton hier nicht passt. Aber die hier hat mir echt gut gefallen und die könnte ich mir auch richtig gut im gesamten Alltag vorstellen tatsächlich. Mache ich mal weiter mit den ganzen Lippenprodukten. Die haben mir eigentlich alle recht gut gefallen. Am besten sind mir tatsächlich die beiden Mina-Produkte in Erinnerung geblieben und vor allem auch der Farbton, den finde ich super schön für den Alltag. Und der Liquid Lipstick, den werde ich mir definitiv noch in ein paar weiteren Farben holen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieser Lip Liner hier von Gosh
Wimperntusch ist perfekt. Den kann man als Eyeliner, Kajal oder eben als Lipliner benutzen. Das kann man ja generell mit jedem Stift machen. Und ich finde die Farbe super schön. Perfekt für diesen Barbie-Trend. Mir gefällt es auf jeden Fall super. Kann ich wirklich nicht meckern. Und das hier von Milani war zwar auch richtig cool, aber ist halt echt eine richtig abgespacede Farbe. Da muss man schon einen echt besonderen Look tragen und ja auch farblich dann irgendwie ein bisschen anpassen, vielleicht auch an die Kleidung und so, damit es wirklich nicht total übertrieben aussieht. Apropos Barbie wegen diesem Lip Liner, da machen wir auch direkt weiter mit der Face Palette, die ich benutzt habe, und die finde ich wirklich sehr überraschend gut. Mir gefallen hier alle Töne, vor allem der Blush ist der perfekte Barbie Blush, der Bronzer und die Kontur gefallen mir auch beides als Töne super schön. Der Highlighter ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel, aber auch nicht extrem. Also ich finde, gerade so wie es jetzt gerade aussieht, bin ich absolut begeistert. Ich finde es super schön und mir gefällt auch gerade insgesamt gesehen meine Base sehr gut. Also ich finde generell, base-technisch hat eigentlich gar nichts bei mir verkackt. Was ich mir dann auch noch aufgegeben habe, ist dieses Dewy Set Face Mist oder Setting Spray von Anastasia Beverly Hills. Die Verpackung ist ultra schön. Ich kann tatsächlich jetzt gar nicht mal so viel zum Produkt sagen, weil es perfekt halt eben, um nochmal die Foundation gut einzuarbeiten mit dem Schwamm. Aber sonst kann ich jetzt nichts sagen bezüglich Haltbarkeit oder ähnliches. Und dann kommen wir auch zu den zwei letzten Produkten, glaube ich. Zum einen diese Lidschattenpalette. Ich fand tatsächlich alle Töne ganz gut. Ich finde halt nur, dass der blaue Schimmerton nach wie vor echt etwas trocken ist. Werde ich wahrscheinlich so auch nicht behalten, weil ganz ehrlich, ich finde zwar das Packaging cool, ich finde es auch cool, dass die Pfändchen hier nicht auf einer Ebene oder richtig drin sitzen, echt cool. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde zwar auch die Qualität des Produkts an sich nicht schlecht, zumindest von den anderen drei Farben nicht, aber es ist halt nichts Besonderes. Ich kann halt auch generell nichts mit solchen Quattro-Dingern anfangen und ich hatte sie mir auch nur mitbestellt, weil sie tatsächlich reduziert war und weil ich halt eben auch eine Lidschattenpalette für dieses Video gebraucht habe. Sonst hätte ich mir sie sicherlich nicht mitgenommen. Wird dann auch definitiv aussortiert, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß jetzt schon, ich werde danach nicht mehr dazu greifen und das wäre mir einfach zu schade. So gebe ich das lieber an jemanden weiter, der die Farben mag, aber ich muss echt sagen, ich finde, der Augenlook ist echt besonders schön geworden. Was mir auch noch richtig gut in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Kajal von Kubis. Ich finde diese graue Farbe unglaublich schön. Werde ich definitiv auch weiterhin benutzen und tue ich auch gleich in meine Kajalsammlung rein, weil ich fand den echt super. Generell könnt ihr mir jetzt mal eure Meinung zu den Produkten gerne unten in den Kommentaren lassen. Ich bin super gespannt drauf, was ihr zu den Produkten sagt. Kennt ihr irgendeines der Produkte und habt ihr das auch schon mal getestet? Mich würde das echt interessieren. Vielleicht hat der ein oder andere auch nochmal ein paar Anwendungstipps, vor allem bezüglich meiner Lipkonturprobleme. Das wäre echt super cool. Dann würde ich mich aber auch schon an dieser Stelle von euch verabschieden und wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder bei einem neuen Video. Tschüss!